Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen. Ich bin euer Theo und das ist eine weitere Ausgabe von Schwarz-Weiß. In diesem Video sehen wir uns die 9. Episode von Star Trek Picard etwas genauer an. Zeit gewarnt, es kann und wird zu Spoilern kommen. Bleibt dran! Die 9. Episode von Star Trek Picard war wieder ein Action-Abenteuer. Wir haben das Prälude zum Finale der 2. Saison von Star Trek Picard hinter uns. Resümee, sie hat mich sehr abgeholt. Ich bin total begeistert. Sie hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht anzusehen. Die 9. Folge Star Trek Picard ist nur in ein oder zwei Stellen zu kritisieren. Für mich hat mittendrin vielleicht das eine oder andere Mal das Erzähltempo zu sehr gelitten, aber alles in allem bin ich doch sehr begeistert von der 9. Episode. Wir sahen den schon in der 8. Episode vermuteten Kampf zwischen dem Team der Crew rund um Jean-Luc Picard, der Borgkönigin und Adam Sung und den einen oder anderen neu erschaffenen Borg-Drohnen. Alles in allem ist hier nicht viel Unerwartetes passiert. Bis auf, und hier muss ich meine vorher getroffenen Annahmen und Theorien revidieren, es sieht doch danach aus, sehr stark danach aus, dass die Borg-Königin aus der ersten Folge von Star Trek Picard Season 2 Agnes Jurati ist, beziehungsweise die Version der Borgkönigin mit Agnes Jurati. Wie sie es dann geschafft hat, von der einen Zeitlinie in die andere zu reisen, bleibt dahingestellt. Ich wage es zu bezweifeln, dass wir hier im Finale noch eine Antwort bekommen. Gut möglich, dass es in einem Seitenstrang erzählt wird. Ich habe ja schon mal die Vermutung geäußert, dass die zweite Season Star Trek Picard so endet, wie sie in der ersten Folge begonnen hat, mit dem Aufeinandertreffen der USS Stargazer, der Armada der Sternenflotte und dem Borgschiff bzw. der Borgkönigin, die sich auf der Brücke der USS Stargazer befindet. Daran halte ich noch fest. Ja, doch, ich halte daran noch fest. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Die Entwicklung, die schönste Entwicklung, charakterliche Entwicklung in dieser Episode hat Seven of Nine durchgemacht. Auch wenn ich hier ein kleines Detail zu kritisieren habe. Seven of Nine wurde verletzt durch die Borgkönigin. Die Borgkönigin hat in einem innerlichen Duell mit Agnes Jurati dann Seven of Nine doch geheilt und ihr die bekannten Borg-Implantate zurückgebracht. Hier hätte ich mir etwas mehr, wie soll ich sagen, künstlerische Freiheit seitens der Autoren gewünscht, wo die 1:1 Wiederherstellung des optischen Äußeren von Seven of Nine vielleicht nicht so stattgefunden hätte. Man hätte diese Situation gut dazu nutzen können, die Optik von Seven of Nine etwas zu verändern und neu zu gestalten, was wiederum eine Weiterentwicklung des Charakters darstellen würde. Raffi hat ihr Bestes gegeben, um neben Seven of Nine zu bestehen, hat es aber nicht ganz geschafft. Rios war wieder mal nur ein Nebencharakter, war über gut die Hälfte der Episode nicht relevant, was mir total leid tut, weil ich den Charakter sehr mag, weil ich seine süffisanten, sarkastischen Äußerungen total erfrischend und aufmunternd finde, weil ich finde, er lockert das ganze Team schön auf und bringt so ein bisschen frischen Wind in eine ansonsten eher verstaubte Crew. Was ich an dieser Folge definitiv kritisieren muss, das ist das Auftauchen von Elnor. Elnor wurde hier in dieser Episode als Hologramm von Agnes dazu verwendet, um die
Sicherheitscodes des Schiffes quasi zu verstecken und aufzubewahren, als Kampfhologramm. Dass es sich hierbei direkt um Elnor handelt, fand ich schade. Ich kann es nachvollziehen, dass man sich für Elnor entschieden hat, aber es wirkt irgendwie so, als hätte man die Story darum aufgebaut drumherum aufgebaut, dass Elnor nochmal einen glorreichen Auftritt hat. Dann wissen wir ja, dass auf der La Serena zumindest aus der Sternenflotten, aus der gewohnten Zeitlinie, lauter Hologrammprojektoren auf dem Schiff verteilt war. Und in dieser Version musste Elnor auf einen mobilen Emitter zurückgreifen, den er auf dem Arm trug, so wie wir es schon vom medizinischen Notfallhologramm von Star Trek Raumschiff Voyager kennen. Musste nicht unbedingt sein. Hätte man ganz gut beiseite lassen können. Im Gegenteil, es hat auch irgendwie geschadet. Ich fand es unnötig. Ich fand es nicht konsistent, nicht passend, dass Elnor hier auf ein Gimmick, auf ein Gadget angewiesen war. Es wirkte einfach nur nach Fanservice. Aber gut, das war es dann eigentlich auch schon mit den großen Kritikpunkten. Geflasht hat mich der Plot-Twist bzw. die Plot-Handlung rund um Jean-Luc Picards Flashbacks in seine Jugend und in Bezug auf seine Mutter. Dass es sich herausstellt, dass sich seine Mutter selbst umgebracht hat und erhängt hat, fand ich wow. Hat mich regelrecht geflasht. Das kam unerwartet, das wurde auch unerwartet direkt gezeigt, was wiederum der Serie gut tut, als schonungslose Darstellung der Realität, wenn ich es mal so ausdrücken kann, was wiederum ein doch wertzuschätzender künstlerischer Aspekt ist. Die Chemie zwischen Talin und Picard, wie sie sich durch die Untergrundgänge von Chateau de Picard bewegt haben und auch irgendwie im Untergrund von Jean-Luc Picards Geist sich bewegt haben, war eine schöne Allegorie, war konsistent, hat gut zusammengepasst. Das hat mir sehr gut gefallen. Auch in Anbetracht dessen, dass es mir etwas zu sehr Tempo aus der doch actiongeladenen Folge herausgenommen hat. Die beste Nebenfigur hier war dann Adam Sung. Ich bezeichne ihn hier als Nebenfigur, Agnes Trotty/die Borg-Königin eher als Hauptcharakter. Die beste Nebenfigur, wie gesagt, fand ich mit Adam Sung. Es kristallisiert sich immer mehr sein Größenwahn heraus, beziehungsweise es verfestigt sich immer mehr sein Größenwahn. Es zeigt sich immer mehr seine Charaktereigenschaft des verrückten Wissenschaftlers. Und die einzige Frage, die ich mir hier stelle, ist, wie die Autoren aus diesem negativen Twist, sage ich jetzt einmal, weil ja der Charakter Adam Sung diese ganzen Informationen aus der Zukunft hat, wieder rauskommen wollen, um die normale Zeitlinie wieder herzustellen. In Anbetracht dessen kann ich es mir nur noch so erklären, auch dass ja Jurati/die Borgkönigin mit der La Serena am Ende der Folge in den Delta-Quadranten aufgebrochen ist, bleibt für mich dann nur mehr als logische Konsequenz, dass Q, die komplette Crew und die Zeitlinie wieder gerade rückt, beziehungsweise die Crew wieder zurück ins 25. Jahrhundert bringt. Was ich mir auch als so B-Variante vorstellen könnte, ist, dass Picard mit Hilfe von Talin die Romulaner irgendwie dazu bringt, noch ein Schiff aufzutreiben, beziehungsweise dass Talin vielleicht sogar ihr Raumschiff irgendwo im Erdorbit geparkt hat und das dann der Weg zurück in die Zukunft für
die Crew rund um Jean-Luc Picard sein wird. Alles in allem sind Handlungsstränge aufgelöst worden, alles in allem ist das große Finale der zweiten Season vorbereitet worden. Ich bin schon sehr gespannt auf den Trailer für die 10. Episode. Ich bin gespannt, wie sich das Ende der Staffel, das Ende der 10. Folge gestalten wird, ob wir tatsächlich am Ende wieder auf der Brücke der USS Stargazer stehen werden. Wovon wir alle felsenfest ausgehen können und dürfen, ist, dass es Picard und seiner Crew gelingen wird, die Zeitlinie wieder gerade zu rücken, die Konföderationszeitlinie nicht existent bleiben wird. Es wird noch eine Aussprache, ein Dialog zwischen Picard und Q stattfinden und wir stehen, glaube ich, einer doch sehr spannenden 10. Folge Star Trek Picard bevor. Ich hoffe, ihr fandet das Video interessant. Ich hoffe, ihr seid auch bei dem letzten Video nächste Woche über Star Trek Picard Folge 10 wieder mit dabei. Ich hoffe, ihr könnt diesem Video einen Daumen nach oben geben, dem Kanal ein Abonnement dalassen. Das würde eine riesengroße Unterstützung für den Kanal bedeuten und für euch wären es nur ein, zwei kleine Klicks. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.